Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play 7 Days to Die. Und ihr seht, es wird gerade Tag, deswegen geht's hier direkt los. Zack, zack, zack. Jetzt haben wir nämlich ein bisschen eilig, weil heute ist Hordetag und unser Haus besteht aus ein bisschen Fußboden, einer Forge und dem anderen Ding. Lagerfeuer. So, wir nehmen hier das Fleisch. Oh, Knochen. Ich habe gerade gesehen, dass Knochen doch verhältnismäßig wichtig geworden sind. Deswegen müssen wir leider die Stone Eggs wegschmeißen. Ach, und eine Sache wollte ich jetzt als erstes machen, bevor ich es wieder vergesse. Wir gehen jetzt Toolsmithing, meine Lieben. Und zwar wie bekloppt. So. Ab geht's und ab nach Hause. Wo ist zu Hause? Ich habe doch einen Zuhause-Wegpunkt gesetzt. Shit. Ja, aber doch einen Zuhause-Wegpunkt gesetzt. Lesen hier. Kann ich den mal bitte tracken? Kann ich den show on map? Ja. Track Waypoint. Das war der Plan. So, wo bist du? Dort. My home is my castle. Ja, ich habe fleißig Dinger gecraftet und nimmt die Mailbox. Wood Spikes, 180 Stück haben wir jetzt, weil aus einmal Craften kommen drei raus. Wusste ich vorher auch nicht. Ist mir aber recht. Sehr recht, um genau zu sein. Und jetzt haben wir noch Steine unterwegs. Halt, stopp. Nein. Ich habe auch unser Potassium und unsere Kohle soweit zu Gunpowder verarbeitet und wir hatten alle Parts für eine abgesägte Schrotflinte. Und ich überlege gerade, ich bin beinahe entschlossen, glaube ich wieder falsch hier, ob wir nochmal ganz kurz in eine Mine gehen, wenn wir zu Hause sind und ein bisschen Blei holen und ein paar Buckshots machen und uns dann schon mal 39 Schuss für die abgesägte Schrotflinte. Ist das Potassium? Das ist, glaube ich, Potassium. Das habe ich natürlich... Shit. Nee, nein. Nee, keine Zeit, keine Zeit. Es wird spannend und aufregend. Und wir haben doch keine Zeit für nichts. Und wir werden wahrscheinlich so sterben. Aber es ist ja nur die erste Horde. Danach kommen wir noch viel mehr. Und auf die sind wir dann vorbereitet. Sozusagen präpariert. Hoffentlich. Ein Chrysanthemum können wir unterwegs noch sammeln. Eigentlich müssen wir noch Federn sammeln. Es ist also so ein Tag hat einfach nicht genug Stunden. Halt! So, dann kann die eine Kohle hier weg. Federn, Eier würde ich auch ganz gerne... Plantfalbers, Schmantfalbers, ab geht's. Und ihr seht, ich habe das Ducktape mitgenommen direkt aus einem einfachen Grunde. Ich habe ein bisschen so durchgewurstelt und habe entdeckt, man braucht jetzt für die Repair-Kits. Habt ihr bestimmt schon auch euch an den Kopf gefasst, dass ich da nicht... Weil ich die ganze Zeit Ducktape wegschmeiße. Man braucht für die Repair-Kits jetzt auch Ducktape. Und ja, das ist so eine Sache, ne? Das ist so eine Sache. Oh. Pilze? Wollte das mal eine Mine werden hier? Ach, sieht ja witzig aus. Ja, keine Zeit. Keine Zeit für so einen Schweinkram hier. Weiter. Lauf, Junge, lauf. Können natürlich, wenn wir gerade erschöpft sind, können wir mal ein bisschen langsamer werden. Und ein paar Vogelnester mitnehmen. Auch wenn wir keine finden. Legitim. Kann man auch mal machen. Muss man aber nicht. Also... Mir wäre es jetzt lieber, wenn ich Vogelnester fände. Da zum Beispiel. Seht ihr, man muss nur lange genug betteln. Man muss nur lange genug betteln, dann gibt es auch manchmal was. So, weiter über die Straße können wir sprinten. Ausdauer ist eh wieder voll. Wir wollen eigentlich lieber schnell nach Hause als Vogelnester. Obwohl, weiß ich nicht. Unentschlossen. Ist unentschlossen. So, war gar nicht so weit weg. Da sind wir auch schon. Schön. Hoppchen. So, Use. Wollen wir hier Sachen reinschmeißen? Klar, wollen wir. Oh, wir haben kaum noch Dings. Oh, LED haben wir. Warte. Bullet Tips. Brauchen wir nur den... Ach, für die Casings brauchen wir noch den Caliper. Buckshots. Hier. Zwei LED, ein Clay. Bedeutet, wir könnten 10 machen. 10 ist nicht so richtig viel. Bisschen mehr Blei wäre noch schön, wa? Machen wir lieber erstmal noch Forged Iron.
Das ist ein bisschen viel. So. Okay. Eieiei, hier haben wir auch noch Kram. Haben wir? Warte mal. Warte mal. Nein, schade. Da fehlt uns. Es fehlt nur ein Long Shotgun Barrel. Dann hätten wir eine richtige Shotgun. Für Erwachsene. Gunpowder kann da auch erstmal rein. Das kann da erstmal alles rein. Haben wir hier noch Eier? Haben wir noch. Dann können wir nämlich direkt noch ein bisschen Fleisch ansetzen. Das habe ich nämlich alles aufgegessen heute Nacht. Bacon and Eggs. Hier. Achso, der Grill ist nicht drin. Grill it. Alle. Okay. So, das ist doch schon mal vielversprechend. Das eine Fleisch kann dann hier wieder weg. Leere Gläser brauchen wir auch gerade nicht. Wasser brauchen wir nicht, Öl nicht, dit nicht. Die brauchen wir. Dit nicht. Die Bones habe ich mitgenommen, weil man aus denen nämlich Klebstoff machen kann für Duct Tape. Apropos Duct Tape. Brauchen wir auch gerade nicht. Die Wrench brauchen wir gerade nicht. So, wo sind denn hier nochmal Frames? Da sind noch ein paar Frames. Holz brauchen wir dringend. Dringend. So, das ist doch gut. Ich habe mir auch überlegt, mit unserem Dings-Skill gerade, mit unserem spektakulären Werkzeugsmithing-Skill, werde ich mal noch keine Steel-Pickaxe machen. Hm? Wäre vielleicht ein bisschen Overkill. Pickaxe. Und... Oh, für die Fireaxe reicht es jetzt schon wieder nicht. Hier sind Sachen los. So, jetzt reicht's für die Fireaxe. Ja, komm, mach schon mal die Bugshots hier. Zack. Schmelz denn. Was wir haben, haben wir, meine Lieben. Was wir haben, haben wir, ist die Devise. Ist das schon fertig? Nein, sind noch ein paar. Gut. Warum habe ich hier Bottled Water? Geht das ja. So, oh, dieser neue Kistenplatz, ne? Den finde ich ja wirklich, wirklich, wirklich traumhaft. Das ist total schön. So. Wie lange dauert denn die Pickaxe noch? Fireaxe. Immer noch. Ach, fehlt immer noch eins. Mann. Use. Gib's alle her. Give them all here. Ach so, mir fehlt Holz. Gib mal hier. Komme ich gerade nicht ran. Ich kann gerade nicht ins Feuer greifen und da Holz rausholen. Weiß gar nicht wieso. Dann machen wir hier einfach kurz so. Nehmen kurz Tazas Stone Axe. Die ist übrigens großartig, ist die. Und hobeln hier ein bisschen Holz runter. Das reicht auch schon. So. Und machen mit der Fire Axe. Ich weiß, Tazas Stone Axe lohnt gerade ein bisschen mehr vom... Einfach von der Effizienz her. Aber wir müssen auch an die Zukunft denken. Und das bedeutet für uns, dass wir mit der Axt ein bisschen skillen müssen. Und je eher wir das machen, desto eher haben wir das geskillt. Wenn ihr versteht, was ich meine. So, 10 Sekunden warten wir noch auf die Bugshots. Und dann können wir das restliche Calipers. Wo kriegt man die her eigentlich? Bauen kann man sie nicht. Okay. Das ist fertig. Mach das aus. Gib die her. Auch fertig. Mach das aus. So. Und wo ist unsere? Ist noch nicht fertig. Okay. Wir setzen jetzt hier. Wo denn? Hier so? Ja. Erstmal hier so. 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 Huch. Naja, ist egal. Nicht so wichtig. Das war so ein bisschen grob. Kleiner Verteidigungsring hier. Der möchte uns mal bitte ein bisschen beschützen. Ach, vielleicht wollte ich noch. War gar nicht so klug. Mach mal hier direkt noch weiter, bitte. Forget Iron. 3 nur noch? Clay geht uns aus. Wie bitter. Oh, wie bitter. Oh, jetzt mangelt es aber nochmal an allem hier zum Schluss. Das sieht aber aus wie Clay da vorne. Das sieht aus wie Clay in rauen Mengen. Dann gib doch mal schnell ein Schabbelchen her. Craft it. Dauert ja auch nur wieder eine Dreiviertelminute.
So, wo war denn jetzt der Baum, den wir mit Tazza Stone Axe schon angefangen haben? Direkt neben uns, wa? Eieiei, ich weiß gar nicht, was ich zuerst machen soll. Ich glaube, der Plan mit Shotgun Muni machen wird nicht mehr. Da werden wir wohl mit 10 Shotgun Muni leben müssen. Das ist jetzt so eine Sache. Eieieiei. Wir können natürlich auch, war natürlich auch, hätten wir auch mal machen können, ja. Naja. Fällt mir so nachträglich wieder ein. Wisst ihr, dass wir mehr Stone Axes hätten craften können, um einfach Tools mit Ding zu scalen. Können wir vielleicht nochmal morgen, wenn wir Zeit haben. Morgen oder so. Ah, da ist die Schaufel fertig. There is the shovel ready. There is the shovel ready. Schnell, shovel, shovel, shovel. Shovel here the clay. Shovel here the clay. Joa, erstmal wieder ein bisschen Gras. Jawollo. Ist ja nicht so, als hätte die Shovel nicht super, super, super wenig Haltbarkeit. Das ist ja auch schon wieder leer. Ich hasse Schaufeln. Ich hasse Schaufeln sehr. Trink den Tee jetzt hier. So. Rums. Guckt euch das an. Guckt euch das an, wie viel da weggeht, ey. Warum kriege ich jetzt hier keinen Balken angezeigt? Ach, hier. Und schon wieder leer. Und schon wieder leer. Wie viel Durst haben wir noch? Ah, Durst haben wir noch ordentlich. Finden wir gut. Trinken wir noch schön. So, und dann essen wir auch direkt nochmal Bacon and Eggs, damit wir die Gesundheit da hinkriegen, dass wir automatisch ein bisschen recken. Jawohl. Und dann wird hier weitergeschaufelt. Wolltet euch schon drücken, wa? Wolltet euch schon drücken beim Schaufeln? Könnt ihr vergessen. Nicht mit Finn. So, wie viel haben wir jetzt? 101. Reicht erstmal. Reicht erstmal. Wir müssen die Dinge alle jetzt immer so ein bisschen machen. Zum Beispiel noch ein bisschen mehr Haus bauen wäre ganz praktisch. So. Schmeiß rin hier den Dreck. Weiter geht's. Weiter geht's. Weiter geht's. Hier wollten wir. Das ist natürlich jetzt doof. Na gut, dann müssen wir hier auch wieder. Eieiei. So, mach kaputt hier. Yes. Ganz gut, ganz gut, ganz gut. Können wir auch im Zweifel einfach wieder abreißen dann hinterher. Wenn wir hier stehen bleiben und wir sie nicht brauchen, die lustigen Spikes, dann reißen wir das ab. Den hätte ich gar nicht gemusst hier, den Stein, wa? Egal, 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 egal. So, weiter geht's. Schwuppdiwupp, 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 schwuppdiwupp. Ein bisschen müssen wir noch. Oh, wir hätten natürlich auch... Naja, nächstes Mal... Nächstes Mal, was mir immer hinterher für Sachen einfallen, ne? Und jetzt ist aber zu spät. Ich höre jemanden. Rums die Bums. Nice. Der orange Bogen fetzt. Ups, das war zu viel. Wollen wir nochmal? Wollen wir direkt. Können wir mal beim Vorbeigehen, können wir mal hier ein bisschen aufwerten. Wie bitte? Warum braucht denn der Claw immer dreimal? Das habe ich aber so nicht bestellt, meine lieben Pfandbimps. Achso, vielleicht weil er grau ist? Zu meiner Zeit brauchte man mit dem Claw immer nur 2 Schläge. Damals. Naja. Do it. So. Und jetzt können wir hier parallel schon wieder... Vorgeht die Ronnen machen so ein bisschen. So. Weil wir müssen ja auch noch eine Door machen. Door... Secure Wood Door. Nein, Hard Metal Door. Braucht 10. Mhm. Weiter geht's. Wir müssen Sachen aufstellen, die aufstellungswürdig sind. Wie viel haben wir? Oh. Na gut. Ja, das ruht. Das ruht. Das reicht, wollte ich sagen. Ich glaube, da kommen wir aber nicht ganz rum mit. Müssen wir noch mal ein paar machen, glaube ich. Wir haben auch gerade das Crafting frei. Können wir direkt machen. Tools, Traps. Speakers. Speakers. Wood Spikes. So, da kommen immer 3 raus. Das geht ganz gut. So. Wenigstens einen groben Verteidigungsring hätte ich wirklich, wirklich gerne. Und was mir gerade so eingefallen war, wo ich sagte, machen wir beim nächsten Mal, ist, wir hätten auch vom Militärlager Sandsäcke noch klauen können und die wenigstens hier vorstellen. Man kann auch selber Sandsäcke craften, aber wir haben weder Sand noch Zeit zum Crafting. So.
Vielleicht, wenn wir noch Zeit haben, bevor es nachts wird. Hm? Es ist 9:30, ey. Scheiße, gleich wieder rum, der Tag. Ja, kommt denn her, ey. Scheiße, ja. Sind wir schon zu Hause? Ja. Small Stone liegt im Weg. Liegt einfach im Weg. Können wir keine Spikes machen, wo der Small Stone ist. Hier müssen wir auch rum. Hier müssen wir auch rum. Darf ich da hin? Darf ich da? Small Stone wieder. Stell da hin. Aua, aua. Mhm. Das musste mal passieren. Das gehört dazu. Wenn man mit gefährlichen Dingen arbeitet, passieren auch gefährliche Dinge. Ihr wisst es. Mach die dorthin. Und da noch einen. So, dann müssten wir hier schon rumkommen. Komm. Sehr, sehr gut. Ups, das war einfach. Egal. Es ist egal. Es sind ja nur Woodspikes. Es ist. Achso, wir müssen uns aber auch noch. Dürfen nicht ganz voll bauen. Wir müssen noch einen kleinen Weg uns lassen. Dass wir auch noch rauskommen dann. So, 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 so. Schön, 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 schön. Schön, 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 schön. Sind wir schon rum? Nein. Oh, ist noch ein Stück. Ist noch ein gutes Stück. Uiuiui. Ich glaube, da müssen wir noch ein paar mehr craften. Das wird so nicht reichen. Machen wir alle. So. Kaufen wir uns selber noch einen Baum hier. Ah, den hatten wir auch schon angeschlagen. Wie wir alle Bäume anhauen und dann stehen lassen. Ganz schön dumm. Richtig, richtig blöde. Ach so. Das ist doof, dass man nicht direkt auf den Stack auf dem Gürtel drauf craftet. Man macht immer einen Stack in der Tasche dann beim Craften. Aber naja. Oh, was wir auch aufpassen müssen, dringend jetzt. Dass wir nicht noch einen Kreischer-Horde kriegen, bevor jetzt die Nachthorde kommt. Weil das wäre. Puh, wäre das. 10 Uhr. Uiuiuiui. Brauchen wir. Ich glaube, wir verzichten dann auch zugunsten von Wand erstmal auf Dach. Ne? Dächer sind was für. Ich meine, wer kann übers Dach kommen? Ah, Spiders natürlich. Das ist immer so eine Sache mit den guten Spider-Zombies. Und es gab wieder schön 200 Bonusholz von dem großen Baum beim Kaputtmachen. Das finde ich supi. Finde ich ein schönes System. Au, ah! Oh, hier sind sie ja schon. Das war nicht so schlau. Habe ich nicht gesehen im Schatten. Habe ich nicht gesehen, dass die hier im Schatten schon rumhingen. Die Speakers. Apropos Schatten, wollen wir ja den dicken Baum nochmal wegmachen? Nein, nein. Haben wir jetzt keine Zeit für. So, wo sind sie? Nicht nochmal. Nicht nochmal reinlaufen, bitte. Heieieiei. Ich glaube, wir schaffen das wirklich nicht, nochmal in die Mine zu gehen. Naja. Ist dann halt so. Level up. Sehr, sehr gut. Das geht direkt wieder in Toolsmithing, meine Lieben. Ein Punkt. Yay. Oh, da dachte ich schon, der Baum steht im Weg. Reicht das schon? Das reicht schon, glaube ich. So, ich glaube, hier machen wir ein kleines Loch. Ich muss das hier markieren, damit ich das noch sehe hinterher. Brauchen wir ein bisschen Platz. Sonst sehe ich so Dinge nicht. So. Und zwar 2 breit. Sind das jetzt 2? Das ist 1 breit. Kann ich die wieder aufsammeln? Nein. Schön. Na gut, dann müssen wir halt ein bisschen vorsichtig sein. Und dann machen wir hier halt so davor. Dass die Leute da nicht trotzdem nicht einfach durchrennen können, ne? Bin gespannt. Kann ja eventuell auch sein, dass die Zombies ziemlich gutes Pathfinding haben. Und dann einfach alle hier so durchgehen. Lalalala. Und mein ganzer Spike-Wand hier völlig für den Appel ist. Aber es sind Zombies. Wenn die so viel Intelligenz besitzen, dann haben sie es auch verdient. Dann haben sie sich ihr Essen verdient. Und dann gebe ich mich hin des Gefressenwerdens. Aus der Hölle. So machen wir das. Aua, aua, aua. Versetzt. Jetzt sind die schon, haben die schon gelitten, jetzt die Spikes hier von uns. Supi. Und wir haben auch schon gelitten. Wir waren fast wieder vollgereckt. Schön. Jetzt sind wir gleich rum. Nice. Jetzt sind wir gleich rum. Das finde ich gut. Fühle ich mich erstmal sicherer. Ja, sicherer, nicht sicher. Sicher fühle ich mich noch lange nicht. Noch lange nicht. Wir haben noch nie mal eine Wand. Nicht eine Wand haben wir.
Vogelnest. Gimme dat. Das lassen wir auch stehen. Das machen wir jetzt nicht kaputt hier für die Spikes. Dann müssen wir hier halt komische Ausweichsachen machen. Darf ich das da hinsetzen, bitte? Dankeschön. Sehr nett, liebes Spiel. Sehr, sehr nett. Na? Na? Hallo? Dorthin. Da, sehr gut. Sind wir schon da? Nein. Dort noch und hier. Oh, da können wir nicht. Dann müssen wir hier wieder Steine zerbrezeln. Ich glaube, die Forge müsste auch fertig sein. Die können wir eigentlich ausmachen auch. So, ich glaube, das tut's, ne? Na, den hier noch. Hat ihn? Achso, es war der andere. Na toll. Supi! Wie dieses Spiel mich sabotiert, ne? Ich glaube, das Spiel will, dass wir sterben. Ah, warte mal. Das ist ja der Sinn dieses Spiels. Ich vergaß. So, hier machen wir auch nochmal so. Können wir bitte so machen? Aua, ja, super. Das war, da wollte ich hin. Klasse, Jens, Jens, klasse. Jens, Jens. Klasse. So. Und hier vertrennen wir nochmal ein bisschen das Gras, dass wir auch was sehen. Und Gras brauchen wir eh auch noch. Ein bisschen. So. So, ist vielleicht eins zu weit weg jetzt, ne? Na, egal. Ist egal. So. Hier haben wir nochmal einen Ausgang. Schön. So. Oh, ich glaube, da kommen wir gut hin mit unseren Spikes. Können wir noch ein paar Bonus-Spikes aufstellen. Aber wo? Aber wo ist die Frage? Hopp. Nee, nicht wieder da, wo ich stehe. Nee, das tue ich mir wieder weh bei. Na. Schön, 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 schön. Gefällt mir enorm gut erstmal. Huch, hä. Aufpassen hier. So. Haben wir hier vielleicht noch eine zweite Reihe? Können wir schon machen, ja. Ja. Na? Mhm. So. Und. So. Müssen wir. Oh, Airdrop. Shit. Bin jetzt auch nicht vorbereitet drauf. Verdammt. Wo bist du? Aua. Oh, da hinten. Wo bist du, der Airdrop? Wir waren fast volles Leben, ne? Wir haben uns irgendwie über 40 Damage jetzt gemacht mit unseren Spikes. So, kann ich mal den Bogen in der Hand, da ich ein Fadenkreuz habe. So. Geradeaus. Dort. So. Ja, man möchte jetzt eventuell sagen, Airdrop sammeln, jetzt noch, Finn. Aber vielleicht ist da Waffen und Munition drin. Das wäre ganz, ganz wichtig. Aber, oh, da fällt mir auf. Erstens, wir haben Hunger. Und mir fällt auf, das erfahren wir leider erst beim nächsten Mal. Wenn es wieder heißt, Let's Play 7 Days to Die. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Und sagt Tschüssli Müsli.